aber so nett, dass die direkt aussteigen, wenn sie sterben, damit ich sie einfacher looten kann. Oh, willst du machen, was? Okay, wir können jetzt noch nicht, aber das können wir. Mach ich aber nicht. Ich glaube, ich sollte hier etwas vorsichtiger unterwegs sein. Es scheint, dass die Bevölkerung hier etwas gegen mich hat. So geringfügig. Ich bin nicht besonders beliebt. Wow. Hallo? Überfahrt ihr mich mal nicht, bitte? Nicht den... Warum haben sie denn bitte schön den Verkäufer überfahren? Ihr Dumpfbacken. Was soll ich dazu sagen? Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Die Lügen der Vergangenheit im Interesse der öffentlichen Sicherheit und des allgemeinen Wohlbefindens wird diese einsturzgefährdete Ruine in den kommenden Wochen abgerissen und aus dem Stadtbild von Utkarsh entfernt. Die Arbeiten verzögern sich aufgrund der Terrorangriffe im Süden Kyrats. Yuma möchte daran erinnern, dass die Zentren des Instituts für strahlende Gesinnung allen Kyrati offen stehen, die in diesen beunruhigenden Zeiten Beistand brauchen. Möge Yumas Stärke sie leiten. Institut der strahlenden Gesinnung. Aha. Du wirst bereits unten erwartet. Du hast eine viel zu helle Stimme dafür, dass du so alt bist. Warum müssen sich Geheimorganisationen immer im Keller treffen? AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben viel ausgegeben. Das sehe ich, dass sie bereit sind. Nein, meine Familie. Oh, das. Oh. Oh, das gefällt mir. Ist das Marbury? Hm. Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Ja, mach die Passt Klappe doch noch so weiter auf, AJ. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche Dianas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Ich? Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Nee. Mit jedermann, sagten sie. Bitte? Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Schon lange nicht mehr. Ich lasse das, was gefärbt war, gerade raus. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Was für der andere, der... Und euren wunderbaren,
Ruf ruinieren. Nee, der andere, der gerade Far Cry streamt. Wer streamt denn noch Far Cry? Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Brüll doch nicht. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen? Euren guten Ruf zu bewahren? Bitte. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Boah, was für ein Penner. Ja, dauert nur einen Moment, ne? Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß! Fuck, das war ein Glitch. Ich hab gedacht, der wäre schon tot. Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Ich hab das Gefühl, das Spiel ist mega laut. Ne? Das mal eben anpassen. Wir müssen das eh noch mal machen. Audio, Musik an, ja. Es ist halt echt mega laut. Ich dachte, das könnte gehen. Wo ist denn jetzt der Ding? Ich hab den gerade vorne abgesetzt. Es ist blöd gelaufen. Ich hätte einfach hinterher fliegen sollen. Also weiter. Ja. Okay, der nächste Tod. Ne? Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. Hey, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß! So, zwei Backup-Schuss. Ist jetzt besser? Ja, ne? Immer noch relativ viel. Warte mal. Das muss ich dann aber, glaube ich, hier einmal anpassen. So. Ist gut. Ja, ich habe es jetzt nochmal einen Tick leiser gemacht. Erledigt ihn! So,
Hölle! Faker verfolgt mich! Tötet ihn! Ach so, damit du nicht gestört wirst bei deinem Fernsehen. Shit! Okay, das war ein Glückstreffer. Was war das? Er war es nicht. Erstmal weggekickt oder was hat er gemacht? Hallo AJ, zack überfahren, danke. Aber jetzt kriegen wir den Dialog nicht, ne? Fuck. Hallo AJ, hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Das nicht, glaubst du, ist auf dem Geldscheinen. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Ich will's hoffen. Ich will es hoffen, dass es das nächste Mal nur noch ihn und mich gibt. Oh. Ich brauche nur Jackfell. Wie praktisch. Wie viel Jackfell fehlt mir denn noch? Ich brauche gar keinen Jackfell mehr. So ist schon gekauft. Nur abholen. Ach so. Bezahlung bei Abholung. Ja. Also reserviert. Hier irgendwas? Ach, da. Joa. Oh, du willst Hass haben? Oh, bist du dir da sicher? Ganz kurz. Okay, okay. Wenn dich das glücklich macht, sehr gerne. Wo haben wir es denn? Wo haben wir das denn? Da. Ich nehme diesen Spruch.
Nee, dafür bist du, glaube ich, zu jung. Den verstehst du nicht. Hm. Ja, das sind ja deine Muttersprüche. Nee, das passt nicht. Warte. Ach so, genau. Den finde ich gut. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, aber... G-Man. Ich bin 30. Kennst du Brit? Und ich sag doch, ich mache hier einen Stream für Rentner. Was ist das? Nein. Also, G-Man. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ich finde das super, dass du hier bist. Aber komm doch das nächste Mal wieder, wenn du weniger Zeit hast. Hm? Ich will nicht lachen. So jung bin ich ja auch nicht mehr. Hey, du bist jünger als ich, also. Brit, die Talkshow, genau. Okay, gut, du kennst es. Hm. Ja, aber wie schon gesagt, komm das nächste Mal wieder, wenn du weniger Zeit hast. Ich lache selber. Ah, es ist so schön, wenn man nicht beleidigen kann. Das ist ja geil. Was? Der Lüfter passt nicht auf dem AM4, da fehlt das Montagekit. Ja. Yeah. Da schreibst du an den Hersteller und der schickt dir kostenlos für das Modell das neue Montagekit. Ach, das ist ja nett. Ja, der war ja auch teuer genug, ne? Ja, ja. Ah, das heißt, wir können... Wenn alles klappt, am Montag den aufrüsten und die Capture-Karte einbauen. Hallo Basti! Ja. Dich hätten wir vorhin gebraucht. Danke, dass du jetzt da bist. Jetzt habe ich einen Asus ROG bestellt. Ah. Außerdem war es im Angebot. Ja. Der Hausmeister hat nämlich was bestellt und hatte heute sehr schlechte Laune. Ey, gerade erst aufgestanden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Genau, guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Wir haben Sommer. Heute, falls Sie sich fragen, welcher Wochentag heute ist, es ist Sommer. Ah, schön. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das würde ich gerne machen, aber vorher würde ich das machen. Da fliegen wir aber, glaube ich, hin. Ich bin gerade aufgestanden. Ach ja. Nein! Ich komme hier nicht mehr hoch, oder was? Oh nein. Oh bitte. Oh, da komme ich hoch, okay. Oh bitte. War heute Mittag richtig kaputt, wollte nur eine Stunde Mittagsschlaf halten und zack, bis jetzt wieder. Oh, das kenne ich aber zu gut. Ja, ich leg mich mal ein Stündchen hin. 7 Stunden später. Irgendwann bin ich dann auch wieder wach, ne? Dabei soll man doch eigentlich nur Powernappen. Und Powernap ist so 20 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ne? Aber ich hoffe, dir geht's gut. Ansonsten die Frage des Tages. Würdest du dich selber als ein Marketingopfer bezeichnen? Ja, der Hausmeister hat sie gekauft. Das Problem ist, wir haben sie eingebaut, sie hat aber nicht funktioniert. Was daran liegt, dass das Mainboard in dem Streaming-PC, wo sie eingebaut wird, zu alt ist. Deswegen hat das nicht funktioniert. Heißt, am Montag gehen wir los, rüsten einmal den... Da! Ja. Rüsten einmal den Streaming-PC auf. Er kriegt jetzt einen Ryzen 9 3900X. Das wüsste ich aber.
Genau, für Factorio sollte es reichen. Wow! Arschgeil. Der wird mich ja auch jucken, echt? Ja, aber vorhin war eben die Frage, welches Mainboard nutzen wir oder werden wir holen? Und da ist es jetzt ein Asus ROG geworden. ROG, ja. 570er Chipsatz. 570er Chipsatz. Genau, wir kriegen ja eh unser Geld vom Urlaub wieder, insofern, das ist... Wobei, das da ist günstiger. Weiter Druck! Ach ja. Deswegen haben wir zwei bestellt. Und was? Nein! Ja, ich bräuchte dann aber auch ein neues Mainboard, weil das ein Intel-Mainboard ist. Du hast jetzt nicht zwei davon bestellt. Du hast erst die Capture-Card hier bestellt. Es ist... Schieß sie von oben ab. Ja, habe ich jetzt vor. Wow! Nein, du bleibst oben. Was? Ich werde dich zerstückeln. Nee, nee. Ich muss da hinten hoch. Au! Von wo zur Hölle? Von Computern habe ich null Plan. Muss man auch nicht. Muss man wirklich nicht. Hoffe, es gibt noch irgendwelche BIOS-Updates für die alten 400er Mainboards. Sonst bräuchte ich auch neues. Hm. Ja, bei mir ist das Problem, dass ich halt keine aktuelle CPU auf meinem Mainboard packen kann. Das ist halt eigentlich mein Problem. Deswegen, wenn ich den hier doch noch aufrüsten sollte, dann auf jeden Fall nur mit Mainboard. Hätte ich aber sowas von einfach getroffen. Da. Schulter. Zeig dich. Na los. Na los. Scheiße.
Kannst du Game Mo mal. Was? Kennst du Game Mo Mart und Domtendo? Wenn du den mit den YouTube-Videos meinst, ja. Also nicht persönlich, aber ja. Domtendo weiß ich jetzt gerade gar nicht. Sagt mir gerade nicht direkt was. Von YouTube alles falsch in. Ja, ja, genau. Genau, also der streamt ja auch. Also ich habe auch schon zwei, dreimal bei ihm im Stream gesessen. Wobei er mir manchmal zu anstrengend ist. Ist nicht böse gemeint, aber er ist mir manchmal einfach ein bisschen zu anstrengend. Nee, nur so, um eine Unterhaltung zu führen. Ach so, du willst dich mit mir unterhalten? Ja. Also. Komischer Humor. Ja. Nee, also ja, ich gucke seine Sachen auch total gerne. Ich liebe seinen Humor. Im Stream finde ich ihn ein bisschen anstrengend. Aber nicht uncool. Die Klappe. Also im Stream, so auf Dauer, finde ich ihn halt tick zu anstrengend. Was ich aber ganz cool finde, ist, er macht jetzt ja auf Instagram immer Game-O-Mart telefoniert Kommentare. Das finde ich mega lustig. Das ist immer so eine Insta-Geschichte, die er montags, glaube ich, hochlädt oder so. Mega lustig. Das mag ich richtig gerne. Das ist so genau mein Humor. Ja, ja. So, wir haben wieder Fähigkeiten. Jagdspritze. 10 Mal kann man das machen.